Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Metro Exodus. Wir haben hier die ganzen Karten vor uns liegen. Der Yermak steht hier an der Aurora und fährt uns bisher geradeaus immer wieder an sowas hier vorbei. Was ich halt übelst cool finde, war die andere Seite. Da waren immer mal so kleine Dörfchen und sowas. Und das war echt, weiß nicht, schön. Sah voll friedlich aus hier. Ich meine, es ist ja auch alles friedlich. Die Menschen sind ja alle tot. Natürlich ist es friedlich. Außer da, wo wir hingehen, da ist es natürlich nicht mehr friedlich. Wir haben jetzt die grauenvolle Aufgabe, das nächste Ziel auszuwählen. Ich glaube, oder die erzählen uns auch irgendwas. Die wissen alle, dass mit der guten Anna irgendwas nicht stimmt. Willst du irgendwas sagen? Nope. So. Der Galileo-Mann, der will uns bestimmt gleich noch irgendeine Waffe geben oder so. Hier ist unser Zimmer. Vor allem, wie schlafen wir da hinten drauf? Zu zweit. Hi. Hallo, Artyom. Hallo. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie du siehst, kümmere ich mich nach dem Wüsteneinsatz gründlich um die Waffen. Ich hasse Sand, das ist mir klar. Der ist rau und grob und gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. Sobald wir dieses Höllenloch also verlassen haben, beginne ich mit dem Reinigen und Warten. Und Duke hat, freundlich wie er ist, seine freiwillige Hilfe angeboten. So freundlich. Okay, also wir haben ja unsere Waffen schon gereinigt eigentlich. Wir gehen mal schnell aufs Klo. So, stilles Örtchen hier. Ich kann mich leider nicht hinkuzen. Doch so. So. Hände waschen. Psst. Jetzt gehen wir. Okay, wir werden jetzt... Ein Radio. Wir werden losgehen. Ich glaube, hier ist auch nichts Interessantes. Nee. Hä? Warum? Sind das ihre Arschbacken? Sind das Annas Arschbacken? Die saß doch die ganze Zeit. Okay, wir haben gelesen. Wir haben alles erfahren. Die Anna hat wahrscheinlich tatsächlich Tuberkulose. Eventuell. Setz dich zu mir, Artyom. Aber warum denn? Okay. Wenn unsere Frau das möchte. Oh. Mal einen Schluck von meinem Kaffee. Ich hoffe, ihr habt auch ein heiß- oder kaltgetränk eurer Wahl dabei. Oder ein heiß- oder heiß- oder kalt Essen. Nahrung. Oh, die Katja hat sich extra ein weißes Kleidchen angezogen. Wir lauschen mal zu Anfang dieser Musik. Thank you.
Klasse, das ist ein schönes Lied. Stepan, spiel noch was. Stepan, könntest du uns das Lied von Borisin spielen? Gerne. Was ist denn das mit der Hand? Was kann ich denn jetzt machen? Kann ich klatschen? Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой». Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Ist es das Lied, was wir gehört haben schon? Мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Ja, ich glaube, das war das Lied. Поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, ja, okay. И нам некуда больше бежать. Dann können wir die Guten jetzt mal alleine lassen. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Es tut mir leid, ich weiß, das ist sehr unverschämt. Aber wir müssen weiter. Wir können nicht immer der schönen Musikleuche dingseln. Okay, Yelmak. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Mit Sicherheit. Der gute Aljoscha ist bereit. Die Taiga. War schon mal von gehört. Ja, die Musik ist wirklich sehr schön hier immer. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tag. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Ja. Dank was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Ja, auf jeden Fall. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihn. Ende. Diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Damm. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Nein, unsere Tresine. Werden wir gerade weggezogen? Wir werden weggestromert. Nein! Eieiei.
Controller, ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Oh. Haben die uns da so festgehangen wie die anderen davon? Welche Verrückten werden wir hier sehen? Mit Aljoscha könnten wir eigentlich mal wirklich Amazonen finden, die heiratswütig wütig sind. Ist das Kind des Waldes? Oh, sie ist echte Frau. Oh. Gut. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Sie sieht so cool aus. Oh mein Gott. Vielleicht soll ich doch wieder irgendwann cosplayen. Ich habe nur jetzt Angst, übelst Angst gehabt. Oh, hallo. Hallo, Sir. Ich habe nur Angst gehabt, dass man jetzt die ganze Zeit ihre Nippel sieht, dass sie ihre Nippel zeigt, aber nein, hat sie nicht. Was ist denn hier los, ey? Unsere schöne Tresine. Da müssen wir hin. Oh Gott, nein, Artyom. Finden wir hier irgendwas vielleicht? Ich habe extra mein ganzes Zeug ausgegeben. Oh, hier ist ein Stuhl. Ist das sehr hell, oder? Warum ist es so hell? Da oben ist ein... Wow. Da ist eine Kurbel, gib mir die Kurbel. Ich habe bei Resident Evil gelernt, man braucht immer eine Kurbel. Eine Armbrust. Ich gehe in den Arsch. Er hat einen Hut auf. Okay, wir haben eine Armbrust. Ich will da rein. Kommen wir da rein? Nee. Kommen wir hier rein? Nee. Außer Sichtweite bleiben. Okay. Oh. Ich kann das nicht lesen. Aha. Der Ofen ist zu klein für dich, Mr. Ulala. Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Oh, ein Kinderbettchen. Hä? Hier hat doch irgendwas ausgelöst. Hier. Ach so. Hängt hier vielleicht irgendwo eine Postkarte? Denn hier los? Wieso sind die alle so aufgeknüpft? Hä? Es ist gruselig, das Baby da hinten. Hä? Ach so, das ist ein Vogel. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn? Boah, was für ein schönes Häuschen hier am See. Ah, hier kann man nichts lesen. Okay, was ist mal hier? Angel. Doch, das haben wir wenigstens noch. Okay.
Oh, hier hat jemand Schlitten gebaut. Spielzeug hat hier jemand gebaut. Oh Gott, schreck mich doch nicht so. Okay. Mhm. Oh, ihr könnt mal Spielzeug mitnehmen für die kleine Nastja. Oder der Stepan könnte es reparieren. Ja, was ist denn jetzt los? Zettel am Pfeil. Bandit, dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du mit deinem Leben, wie die anderen. Tod den Eindringling. Oh. Also es gibt die Brüder der Küste und das Kind des Waldes. Oh. Wen haben wir da vorne? Den können wir retten. Kann man da hinlaufen? Nee, da soll man nicht hinlaufen. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Dann retten wir den mal. Ich hoffe, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Und er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Oh. Ist der jetzt nur wegen mir gestorben? Haha. In den Hintern geschossen. Sorry, dass du jetzt tot bist. Eventuell hätte ich dich retten können. Hä? Haben wir jetzt hier Hinterwäldler wie die Bakers? Das sind Banditen. Ich soll mich bedeckt halten. Okay. Aha. Ist aber blöd jetzt. Wo geht man jetzt lang? Was ist denn jetzt der offizielle Weg und was der unoffizielle Weg? Oder der inoffizielle Weg. Hier finden wir einen Pilz. So. Der hat mir den Weg gezeigt. Das ist wahrscheinlich der offizielle Weg, oder? Hier werden sie uns eventuell gleich umbringen. Oh. Aha. Aha. Okay. Fisch. Oh, ich wollte nur hier angeln. Den ihr Problem, ey. Okay, bis hierhin sind wir gekommen. Warum könnten wir da auch oben lang gehen? Armbrustenbolzen. Okay. Dann wäre es vermutlich hier auch angekommen. Okay, okay, okay. Gespeichert. Aber hier lang laufen. Tatsache. Wo sind wir denn? Ach, wir krebsen hier um, okay. Hier ist aber schön. Was ist das denn für ein Städtchen?
gucken mal ganz kurz hier oben lang. Da wären wir ja auch lang gekommen, wenn wir das gewollt hätten. Hier noch irgendwo was liegt. Oh. Ah. Ein Korb. Okay, das hat sich ja schon mal gelohnt. Oh, hier vorne haben wir verstrahlte Hasen. Oh, sind sie nicht süß. Wahrscheinlich könnte ich die auch abschießen, aber irgendwie ich nicht. Wir werden die ganze Zeit gesehen. Dieses kleine Lämpchen sagt mir doch, dass wir gesehen werden. Oh, Spielzeug. Könnten wir alles der Nastja mitnehmen. Aber das Spiel möchte das leider nicht. So, wir fliegen mal ganz kurz dahin, bevor wir uns hier unten wieder ganz langsam bewegen. Hier. Wir kommen von da. Wir haben noch keine Postkarte gefunden. Wahrscheinlich war direkt am Anfang wieder ein... Achtung? Steht da Achtung? Aha. Aha, aha, aha. Interessant, interessant. Da kann man doch rein, oder? Ich will nicht rein. Warum kann man hier überall langlaufen? Oh, was ist denn? Achso. Okay, ich glaube, das ist so nicht gewollt. Nicht, dass wir irgendwann ertrinken jetzt. Gut, in dieses Gebäude kann man wohl reingehen. Will man das? Komm da rein. Nee, ein Glück. Gut, wir schauen uns mal. Die machen mir hier schon Angst, die beiden. Vier. Ich glaube das nicht so gut, dass wir hier sind. Das sieht mir alles sehr... aus. Da kommen wir nicht rein, oder? Oh, eine Bibliothek? Das ist doch eine Bibliothek. Kommen wir da nicht rein? Das ist ein Buch, also ist eine Bibliothek. Hä, ist das ein Ferienlager? Musik? Okay. Ist eine Schule? Oh, hier liegt überall Spielzeug. Die Nastja wird das. Das würde ihr voll gefallen. Das kann ich leider nicht lesen. Metro, sehr gute Lektüre, ja. Aha, aha. Aha. Interessant. Machen wir das Licht an hier. Sollen wir erstmal hier ins Hinterzimmer gehen? Ins Vorderzimmer? Hier wurde genäht. Okay, es hat gespeichert. Ich hoffe, wir kriegen unser ganzes Zeug wieder. Kann man nichts lesen? Kann man hier irgendwas lesen? Aber auch kein Licht an. Oh Gott, ist der gruselig, der Bär. Okay, da draußen. Wie schön es hier ist. Es sieht echt aus wie ein Ferienlager, oder? Bilder gemalt. Da vorne ist sich da Bier angemacht. Ist hier vielleicht irgendwo noch was zum Lesen? Oh, hier, was ist mal hier? Ach, oh, hier tatsächlich was zum Lesen. Neue Notiz. Verlorener Brief. Lieber Weihnachtsmann, ich heiße Larissa, bin 8 Jahre alt und war dieses Jahr sehr brav. Ich war kein Feigling. Ich habe 2 Rehe getötet und gehäutet und einen Banditen am Bein verletzt. Und ich lüge nicht. Deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten einen Brief von Mama und Papa, wenn dir das nicht zu viel Mühe macht. Ich vermisse sie so schrecklich und andere Geschenke brauche ich nicht. Okay, ich habe 2 Rehe getötet und einen Banditen am Bein verletzt. Also, war das hier wohl schon alles dem Untergang? Also war das hier schon nach der Apokalypse? Ja, wann liegt denn da?
Ah, Filter. Ja, wir brauchen anscheinend gleich unsere Filter. Hä? So viel haben wir doch. Also wir hatten doch schon 30. Das bringt uns doch jetzt gar nichts. Ja, hier. Oh. Oh, ein Kind des Waldes. Aha, ein Raubtier. Okay, wir haben an sich alles gesehen. Wir gehen mal wieder raus. Ja, in die Bibliothek kommen wir leider nicht rein. Machen wir es sich wieder aus. Schade, dass wir da nicht reinkommen. Lass mich rein. Okay, bevor wir weitergehen, würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist einiges passiert. Wir haben zwei neue Gruppen kennengelernt, würde ich sagen. Und wir kommen leider nicht in die Bibliothek rein, was sehr schade ist. Weil, die ist bestimmt voll interessant. Es ist natürlich auch sehr dunkel da drin. Aber es sieht schon sehr interessant. Oder kommen wir hier vorne vielleicht irgendwo rein? Können wir da drüber klettern vielleicht? Ich glaube, das ist nicht gewollt. Ja, naja. Egal. Dann gucken wir mal von hier außen lieber rein. Ja, obwohl, es wäre vielleicht nicht so geil, da reinzugehen. Überall die Brühe. Okay. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.